Du hast von einer anderen Klasse zur Pfadfinderklasse gewechselt und findest das Uplink-Protokoll nicht, weil immer noch das Klassen-Item der vorherigen Klasse ausgerüstet ist? Dann bleib jetzt auf jeden Fall dran. Der Bug, dass das Klassen-Item des Pfadfinders nicht automatisch ausgerüstet wird, wenn von einer anderen Klasse zum Pfadfinder gewechselt wird, ist nun schon eine ganze Zeit lang in Breakpoint vorhanden und ich persönlich glaube auch nicht, dass dieser Bug jemals noch gefixt wird. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber ich persönlich glaube nicht daran. Das ist aber auch gar nicht schlimm, denn das kann sogar ein echter Vorteil sein. Aber da gehe ich gleich noch drauf ein. Zunächst zeige ich dir mal, wie du jetzt dein Uplink-Protokoll ausrüsten kannst. Und zwar musst du in einem anderen Slot, den du frei belegen kannst, das Uplink-Protokoll manuell auswählen. Wenn du das getan hast, kannst du das Uplink-Protokoll ganz normal benutzen wie auch jedes andere Klassen-Item, nur halt, dass es jetzt in einem anderen Slot liegt. Der waschechte Vorteil ist jetzt, dass du jetzt tatsächlich zwei Klassen-Items ausgerüstet hast. Nämlich das Klassen-Item der Klasse, die du vorher ausgewählt hattest und das Klassen-Item des Pfadfinders. Somit steht dir mit der Pfadfinderklasse quasi ein noch größeres taktisches Arsenal zur Verfügung, mit dem du Sentinel und Wolves bekämpfen kannst. Wenn du jetzt übrigens denkst, dass du das Uplink-Protokoll auch einfach kannst mit einer anderen Klasse auswählen, muss ich dich leider enttäuschen, denn das Uplink-Protokoll verschwindet aus der Auswahl, wenn du eine andere Klasse als den Pfadfinder auswählst. Ein Like unter dem Video wäre wie immer super freundlich von dir und dann sehen wir uns im nächsten Video, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.